gerade vor Hoogie Woogie weg, aber lasst ein Like da und lasst ein Abo, wenn euch meine Videos gefallen, das war mega nice. Und ich muss jetzt schnell weglaufen, weil da vorne ist Hoogie Woogie. Leute, und er verfolgt mich, Mann. Ich glaube, der will mich aufessen. Er macht aus mir Ente süß-sauer. Ich muss schnell hier weg. Let's go. Warte mal, ich muss in diese Tür rein. Oder warte mal, ich gehe mal da rein. Vielleicht hilft mir das. Hä? Leute, wo bin ich hier? Da vorne ist Hoogie Woogie, Mann. Und der guckt mich gerade an und ich komme ja nicht mehr raus. Oh nein, Leute, was macht der? Hä, aber diese Maschine sieht ja voll seltsam aus. Ich kenne so eine Art Maschine schon. Also, ich habe sowas schon mal gesehen. Was macht der da? Oh nein, Hilfe, Leute, ich will nicht aufgegessen werden, bitte. Hä? Was macht der? Der geht jetzt da rein. Und was passiert jetzt? Der macht die Tür zu. Ich check das nicht. Warum sind da so Dinger da oben? Leute, warte mal, was passiert gerade? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Wow, Leute, oh nein, Hoogie Woogie wird mich aufessen, hä? Warte mal, hä, das da vorne ist doch mein Körper! Was geht, Mann? Wieso bin ich in der Maschine drin? Leute, ich sehe ja mega entsetzt aus und ich bin irgendwie erstarrt. Und warte mal, was ist passiert? Lol, ich sehe aus wie Hoogie Woogie. Ich glaube, Leute, dass wir einfach das Gehirn mit Hoogie Woogie getauscht haben und ich bin jetzt in seinem Körper und er ist in meinem. Und das heißt, dass er da drin eingesperrt ist und ich raus kann, Mann. Und ich sehe jetzt einfach aus wie er, wie krass. Und ich habe seine Superkräfte, Leute, was geht? Und ich werde dann jetzt mal einfach als Hoogie Woogie ein bisschen träumen, wenn ich schon der bin. Mega lustig so. Was mache ich als erstes? Ich gehe mal an sein Haus ran. Und dann habe ich ja so Farbe dabei. Und damit schmiere ich jetzt ein bisschen rum. Let's go. So, Farbe bei mir platzieren. Und meine Pinsel zur Hand nehmen. Let's go. Ein blauer, ein roter. Und jetzt pinsel ich mal hier ein bisschen was auf den Boden. Wie wär's mit deinem Hoogie-Woogie-Gesicht? Und so, warte mal. Hier ist der Boden und hier kommen die Augen hin. Was geht, Mann? Wow, wir können das sogar entfernen. Wie cool, ey. Oder warte, wir nehmen auf die Hoogie-Woogie-Farbe und malen die einfach wild auf den Boden rum. Let's go und verschmieren hier einfach alles. Und ich kann auch Blöcke platzieren. Hier rot und blau Blöcke, so wie Hoogie-Woogie eben aussieht. Und damit roll ich jetzt einfach. Und auf den rutscht man sogar aus. So, warte mal. Die kann ich hier vorne platzieren. Weil wenn er dann über seine Treppen läuft, dann wird der fett ausrutschen. So, warte mal. Let's go, wenn er hier rüberläuft und dann rutscht er vor und fällt auf sein Mundwerk drauf. Und eine Portalgun habe ich sogar auch dabei. Wie cool ist das denn? So, warte mal, jetzt suche ich den mal. Wo steckt Alpha? Ich muss den unbedingt finden. Er ist bestimmt in seinem Haus drin. Aber wenn er noch nicht da ist, dann können wir noch ein bisschen hier drin rumschmieren und ein bisschen was anmalen. Let's go, wenn wir irgendwelche Blöcke finden, bei denen das geht. Egal, dann bauen wir einfach ein paar Blöcke ab. Ah, da vorne steht die Tür offen. Safe ist der da. Wir schauen mal nach, Leute. Let's go. Und warte mal, wir sneaken mal ganz langsam rein. Und der sitzt gerade an seinem PC. Hä? Ich muss raus hier. Was war das? Und ich platziere mein Fake-Wasser. Was ist das? Der müsst ihr sehen, dass ich Hoogie Woogie bin. Was ist das? Komm her! Ich kenne ihn doch, oh, was hört sich auf mich, Leute? Ich muss schnell bauen! Nice, Mann, den bekommen wir jetzt ran! Hä? Warum ist hier draußen alles blau? Was passiert hier? Ja, aber weil ich alles angemalt habe, weil ich gemalt bin! Nein, nein, einbauen, Leute, nein! So, warte mal, und Portal hier und Portal dahin! Wir gehen jetzt durch die Wand und let's go, ab durch! Wo steht Alpha? Hier ist der! Der baut sich ein, Leute, aber ich habe was dabei! Das wird sein Ding kaputt machen. Oh, was passiert? Oh. Ich bin dir sicher. Oh nein, was ist das denn? Was macht dieser Cube, Mann? Warte mal, und nochmal. Und zack. Bin ich. Hä? Lol, der zerfrisst ja alles hier. Was geht hier ab, Leute? Seht ihr das? Und er macht ja alles hier kaputt im Haus. Was geht, Mann? Oh, Leute, nein. Was ist das für ein blaues Monster? Ja, Mann, ich mache hier alles kaputt als Hoogie Woogie. So, und greif alles an hier. Leute, hört, dieses Ding ist ja mega cool, Mann. Seht ihr das? Kann ja alles kaputt machen, was ich möchte. Aber ich würde mal sagen, Leute, ich gehe jetzt wieder schnell nach Hause, bevor Alpha merkt, dass ich kein Monster bin, sondern eigentlich Ente und ich nur mein Gehirn getauscht habe. Deshalb will ich mich gleich wieder zurückverwandeln, weil dann würde ich denken, dass es das blaue Monster war, was sie geärgert hat. So, Hoogie Woogie müsste ja noch in meinem Körper eingesperrt sein. Hör, aber Leute, die Tür ist auf. Was? Oh nein, der ist entkommen. Das ist gar nicht gut, Mann. Das heißt, der sieht gerade so aus wie ich und treibt bestimmt irgendwie Unsinn in der Stadt, Mann. Ich muss schnell in die Stadt gehen
Und ich muss den finden und ich muss den stoppen und ihn wieder in die Maschine bringen. Oh nein, Leute, was habe ich alles dabei? Ein Bogen? Warte mal, was kann der? Lol, er kann 3 Pfeile gleichzeitig schießen. Da vorne, das sieht doch ganz so aus wie ich, Mann. Hey, komm her, Mann. Du musst wieder in die Maschine rein. Leute, das ist Huggy Wuggy, Mann. Und der ist in meinem Körper. Und ich muss verhindern, dass der irgendwie einen Bockmist baut. Hey, komm zurück, Mann. Was macht der da drin, Leute? Hä, der geht zum Friseur? Was, warum macht der das? Und der macht einfach Fenster kaputt. Nein, hör auf damit. Wie frech bist du? Komm wieder zurück. Hey, komm zurück, Mann. Leute, ich muss den festhalten, weil sonst komme ich nachher ins Gefängnis wegen dem. Let's go. So, wir gehen jetzt hinterher. Und zwar mit der Portalgun schaffen wir das schneller. Und let's go. Da hab ich dich, Mann. Komm her. Und Bowshot. Obwohl, Leute, ich darf mich ja nicht selber verletzen. Das wäre ja mega doof. Weil er bekommt mein Körper ja den Schaden. Und das will ich ja auch nicht, Mann. Wie fange ich den ein? So, warte mal. Ich muss ganz schnell zurück, Leute. Und muss ein Portal setzen, damit der dann durch die Portalgun in die Verwandelmaschine geht. Let's go. So, ich platziere die hier hin. Dann, wenn der gleich teleportiert wird, wird er gar nichts checken und weiterlaufen und dann in die Maschine reingehen. Let's go. So, wir sind gleich wieder in der Stadt. Und da vorne zählt er. Ich habe ihn wieder gefunden, Leute. Nice, Mann. Ich muss ihn dazu bringen, dass er durch das Portal geht. So, warte mal. Ich muss ihn mit irgendwas locken. Irgendwas Gutes. Warte, was macht Huggy Wuggy bestimmt mega? Oh nein, er hat mich gesehen. Hey, au. Der greift seinen eigenen Körper nicht. Ich glaube, der will ich bleiben und will gar nicht mehr. Zurück in seinen eigenen Körper, Leute. Und dann aber vielleicht kann ich den ja mit mir selber locken. Warte mal, wenn ich es schaffe, die Portalgun vor den hinzuballern und der dann da durchläuft und mich dann schnell genug auch teleportiere, dann wird der wieder mit mir die Körper tauschen. Und sag mal, komm rein. Ja, er ist reingelaufen und ab durchs Portal auch schnell. Und rausspringen. Nice, Mann. So, schnell das Portal löschen. Und dann hier zubauen. So, Türen zu bei dem. Nein, der Hund hat mich geboxt. So, ich verspende den Weg. Let's go, damit er keinen Mist mehr baut. Der ist jetzt da drin gefangen. Und ich gehe rein. Und drück jetzt auf den Knopf. 3, 2, 1. Let's go. Wow, Leute, was ist passiert, Mann? Oha, ich bin wieder in meinem Körper. Aber hä? Huggy Wuggy ist ja weg aus der Maschine. Ich glaube, der ist gleich geflüchtet, Mann. Ich muss hier raus unbedingt. So, ich baue jetzt das Glas auf. Let's go. Hör einfach, was geht, Mann? Halt, was machst du hier? Was ich hier mache? Gar nichts. Was ist hier passiert? Ich weiß nicht einfach, was hier passiert ist, Bro. Was ist das hier für eine komische Maschine, Mann? Ich hab keine Ahnung, einfach. Ich muss ganz schnell weg. Ich verstehe auch nichts. Hier war so ein blauer Typ, der hat mein ganzes Haus kaputt gemacht. Oh, ach so. Okay, Leute, ich muss weglaufen. Lasst Like da. Denn der hat mich zu ihm gerufen, aber ich habe keine Ahnung, warum wir kommen sollen. Let's go. Davon ist er. Alpha Bro, was machst du da? Ende. Ja. Kumpel, du musst mir helfen, bitte. Bei was soll ich dir helfen, Alpha? Ja, du siehst ja mein Koffer hinter. Ich gehe jetzt in den Urlaub für eine Woche. Was? Du gehst in den Urlaub ohne mich? Leute, das ist eine Geschäftsreise. Ich muss wichtige Dinge erledigen. Okay, und, aber was? Wie soll ich dir denn helfen, Mann? Ente, kannst du bitte auf mein Haus hier aufpassen, bitte? Ich soll auf dein Haus aufpassen, aber wie? Das ist ja riesengroß, Großalpha. Ente, du hast schon gekriegt. Das ist nicht so eine große Aufgabe, wirklich. Und ich gebe dir dafür auch Diamanten, okay? Oh, ich krieg dafür Diamanten, jetzt echt? Ja, aber wenn ich wiederkomme, okay? Ich muss jetzt los, Ente. Ciao, Alpha. Yeah. Oh, Leute, ich muss auf Alphas Haus aufpassen. Das heißt, ich kann 7 Tage in Alphas Haus chillen. Perfekt, Mann. Leute, wie nice ist das denn? Aber ich muss das Haus hier auch verteidigen können oder muss schauen können, dass hier keine Einbrecher oder so kommen. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das bewerkstelligen soll. Warte, da vorne ist eine Kiste. Oha. Da ist ja mega viel Stuff drin zum Verteidigen oder zum Fallstellen. Warte, das nehme ich raus und da sind auch Kameras. Oha, Leute, ich werde einfach Alphas ganze Hütte mit Kameras ausstatten und dann wird hier niemand reinkommen und ich sehe halt immer, was passiert. So, ich muss sie jetzt gut platzieren. So, dann fange ich jetzt mal systematisch an und zwar hier im Eingangsbereich vielleicht. So, warte mal, ich platziere die am besten. So, hier ist die erste und wir können da durchschauen. Perfekt, ey. Die ist echt gut platziert, das sehe ich, wenn jemand am Eingang ist. Dann machen wir noch vor den Haupteingang eine hin. Die platziere ich am besten, glaube ich, gegenüber von hier.
Und zwar dahin. Das ist die Nummer 3. Hier sehen wir auch den Eingang. Perfekt. Dann, Leute, ich muss immer weitermachen. Das ganze Haus muss voll sein. So, und da kommt der Block hin, damit die Kamera reinpasst. Perfekt. Hier habe ich auch alles erfasst, glaube ich. Warte ich schon mal durch. Und ja, man sieht alles sehr gut. So, dann baue ich hier einen Kameraturm hin. Und hier auch eine. So, perfekt. Dann hier an die Tür kommt eine, ganz wichtig. Und hier an die Tür kommt auch eine. Die ist auch sehr wichtig. Und hier baue ich auch, glaube ich, eine rein. So. Und die Kellertür platziere ich auch noch eine. Und ins Gaming-Zimmer, da kommt auch noch eine Kamera rein. Perfekt, Leute. Wir haben fast das ganze Haus unter unsere Überwachung gestellt. Und hier draußen im Poolbereich muss ich auch noch welche platzieren. Da fehlt auch noch Sicherheitskamera. So, dahin. Ja. Und dahin. Ey, das haben wir echt gut gemacht, Mann. Das Haus ist sehr gut gesichert. Nur, dass wahrscheinlich nichts passieren wird. Aber ich platziere noch mehr. Da könnt ihr ja nicht schaden. Die tut ja nur gut. Let's go. Perfekt, denn wir haben alles im Blick hier. Jede Kamera zeigt uns eine andere Sicht auf das Haus, Leute. Und so können wir das ganz entspannt einfach überwachen. Aber Leute, ich habe gerade keine Lust mehr, einfach fürs Haus zu sein. Ich komme einfach am letzten Tag nochmal vorbei. Also die letzte Nacht werde ich in seinem Haus verbringen. Und sonst chill ich einfach mein Leben in meinem Haus. Leute, es ist Tag 7 und irgendwas ist gestern nachts um das Haus einfach geschlichen. Ich glaube, heute Nacht muss ich da mal aufpassen, dass da niemand einbricht. So, ich gehe jetzt schnell wieder hin und heute Nacht bleibe ich da. Aber da wird ja eh nichts passieren. Weil wer soll das schon kommen? So, ich gehe rein. Let's go. Und dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt erstmal pennen. Und schau mal, was passiert. Leute, die Kamera hat mir gerade irgendwas gemeldet. Irgendjemand ist da. Also da war eine Bewegung, aber das war bestimmt nur ein kleiner Mob oder so. Hä, warte mal. Hä, ist da irgendwas? Leute, ich sehe da jemanden. Ne? Da geht jemand aufs Grundstück. Warte, ich muss in die nächste Kamera schauen. Und da sehe ich ihn von hier aus. Der steht gerade da. In Alphas Vorgart. Was macht der da? Und der geht in Richtung Haustür. Warte, ich brauche schon die Haustürkamera. Leute, ich sehe den jetzt von hinten, Mann. Der beobachtet die Haustür. Oh nein, ich muss die Haustür sichern schnell mit Blöcken zubauen, damit der da nicht reinkommt. Oh Leute, der hat gerade Fenster kaputt gemacht. So, warte, ich fix das schnell. Und baue hier zu. Und hier mache ich die Tür zu, damit der nicht reinkommt. Bleib da draußen, ey. Ich baue hier einfach eine Falle hin. Und zwar eine Nagelfalle. So, wenn der durch die Tür kommt, dann wird er die Nägel reinlaufen. Und wird sich ordentlich pieksen. Let's go. Und die Falle ist platziert. Komm doch rein. Ich mache ihm sogar die Tür auf. Komm rein, Bro. Leute, das ist Hoogi Woogi. Das habe ich ja bis jetzt noch nicht gesehen. Oh nein. Hey, geh in die Nagelfalle zurück. Ja, die hat die, glaube ich, ausgebremst. Der kann nichts machen, Mann. Was macht er jetzt? Geht der weg? Läuft der weg? Warte mal. Oh nein, der läuft, glaube ich, ums Haus rum, Leute. Ich sehe den da. Muss kurz in die Kamera schauen. Ist das die richtige Sache? Ich schau mal. Oh nein, der läuft hier rum. Wo will der hin? An welchen Eingang? Oh oh. Leute, der läuft zu dem Seiteneingang. Schnell, schnell, schnell. Ich muss den dicht machen. Warte, was nehme ich mir als Falle? Ich stelle jetzt hier eine Bärenfalle auf. Da, Blöcke hin. Und zack, komm doch her, Woogie Woogie. Und ja, der ist reingelaufen. Perfekt. Jetzt kommt er nicht hier durch, Leute. Geh wieder dahin, wo du hergekommen bist, Mann. Oh nein, der wird jetzt aggressiv, ey. Was mache ich jetzt? Ich baue mal einen Steinblock hin. Geh weg von meinem Haus. Ich meine von Alphas Haus natürlich. So, ich stopfe das wieder hier. Wo ist der jetzt? Da vorne. Leute, oh nein, der will hier durch den Eingang durch. So, was ich jetzt mache. Ich platziere hier eine Wasserfalle hin. Und zwar mit Fake-Wasser. Komm doch einfach rein, Hoogi Woogi. Das wird dich fertig machen, wenn du da durchgehst. Leute, das wird eh klappen, Mann. Hä? Der ist schlau. Oh nein, ich muss schnell mal einfach den Tresor in den Panikraum. Schnell hier rein. Ja, ich bin jetzt im Tresorraum, aber wo ist Hoogi Woogi? Ich muss schnell schauen. Oh nein, ich sehe ihn gerade auf Kamera. Der sucht mich im ganzen Haus, Leute. So, ich sehe ihn wieder. Er geht jetzt, glaube ich, gerade die Treppe hinauf. Oh nein, oh nein, oh nein, aber der weiß nicht, dass ich hier unten im Safe-Raum bin. Aber der darf einfach das Haus nicht kaputt machen, Leute. Wo ist der jetzt? Ich gucke gerade die ganzen Kameras durch. Aber ich habe ihn gerade nicht auf Band drauf. Ah, ich sehe ihn, der ist gerade am Fernseher. Oh nein, Leute, ich glaube, der ist gewillt, mir irgendwas anzutun. Der sieht ja echt aggressiv aus. So, warte, Kamera 5. Der ist jetzt am Haupteingang, glaube ich. Und ich sehe ihn, ja, er ist tatsächlich da und sucht mich. Was habe ich da, um mich zu wehren? Warte, ich habe hier noch so Fallen. Und ich habe ein Blasrohr. Und ich kann mich unsichtbar machen. Leute, ich glaube, wir werden Hoogi Woogi von Alphas Haus vertreiben. So, ich traue mich jetzt mal hier raus.
und schau jetzt kurz mal, wo der sich befindet. So, wo bist du, Hugi Wugi? Wo steckst du? Ah, der ist da vorne, Leute. Schnell Unsichtbarkeitspotion und wir sind nicht mehr sichtbar. Perfekt. So, jetzt kann ich eigentlich an dir vorbeischleichen. Wir sind noch 30 Sekunden unsichtbar. So, und jetzt platziere ich die Traps drin. Ich weiß nicht, was die machen, Leute. Ich hoffe... Oh, die rotieren ja. Was? Oha, wenn der reinläuft, der würde davon getroffen, Mann. Perfekt, so. Und dann platziere ich noch die Falle. Ich muss nämlich Hugi Wugi eigentlich fangen. Und Treibsand kann ich auch noch platzieren, so. Vielleicht kann ich den ja so stoppen. Und hier habe ich auch noch Bärenfallen. So, dafür muss ich einen anderen Untergrund wählen. Und ich bin ja wieder sichtbar. Und nein, der wird gleich reinkommen. Komm doch rein und lauf in die Fallen rein. Und zack, sind die getroffen und weggeballt. Leute, das ist unser Zeichen, dass wir wegkommen. Und warte mal, jetzt ist hier ein Giftpfeil auf ihn. Und komm her. So, ich muss ihn damit treffen, damit er gelebt ist. Und let's go. Ja, getroffen. Ja, Mann, jetzt können wir rauslaufen. Und ich plötzlich noch eine Falle hinter mir. Let's go. Die Käfigfalle. Und da wird er sicher reingehen. Hoffentlich. Ich bitte darum, dass das klappt. Das wäre mega nice. Aber wo ist Hugi Wugi hin? Leute. Oh nein, er ist da vorne. Ich glaube, jetzt ist er richtig aggressiv. Ich muss ihn in diese Falle da vorne locken. Komm doch, Hugi Wugi. Haha, Bärenfalle. Haha, komm doch her. Du kannst nichts machen. Und Pfeilangriff. Und eines war mein letzter Pfeil. Und jetzt ist er sogar ein Treibsand gefangen. Haha, und Lava. Und ein Leute, der verfolgt mich. Bitte geh weg, geh weg, geh weg. Und lauf rein. Ja, Leute, es hat geklappt. Ich habe Hugi Wugi gefangen. Ja, der sitzt im Käfig fest. Und da kommt er nicht raus. Leute, aber der Tag bricht an. Ja, ich muss einfach davon erzählen. So. Und der müsste gleich kommen und dann erzähle ich ihm, was passiert ist. Let's go und zeige ihm, dass ich Hugi Wugi gefangen habe. Ah, Leute, ich sehe auf der Kamera, da vorne ist Alpha. Ich begrüße mal. Alpha, Bro, komm her. Alter, was geht? Was geht, Alpha? Ich muss dir was erzählen. Hier war Hugi Wugi und ich habe gegen den gefeuert. Ja, Alpha, ich habe ganz viele Feuer gebaut. Hey, baue ich Blöcke an. Ja, chill, hier ist voll viel im Haus verändert, Alpha. Weil Hugi Wugi war hier, aber ich habe ihn gefangen in einer Falle. Wirklich? Ja, hä, der war doch hier. Hier war Hugi Wugi drin, ich schwör's. Und Alter, was hast du hier gemacht? Guck dir das Ganze aus an. Ey, was ja, Alter, ich hab's gesichert, wirklich. Ja, und chill doch jetzt mal. Jetzt musst du mir dir es geben, nicht ich dir. Los. Nein, hey, ich hab's nur gut gemacht. Leute, ich muss flüchten, Mann. Muss das reparieren. Los, Hugi Wugi war doch wirklich da. Das werden wir gleich spielen. Aber ich muss das mal einfach fragen, ob der Lust darauf hat. Aber 100% hatte der Lust drauf auf einen neuen Modus. Was geht, Bro? Oh Mann, meine Decke, ich muss sie neu machen. Hä? Was willst du denn hier machen an deiner Decke, hä? Weiß ich, vielleicht Diablöcke oder so. Oha, Junge, du bist sowas von rich. Oh Mann. Aber Alpha. Was denn? Ich hab mir auch was Neues bestellt und zwar einen neuen Spielmodus. Bist du bereit, dir zu spielen mit mir? Ja, lass machen. Ja, Mann, dann auf geht's, Slay. 2, 1, let's go! So, Alpha, wir sind da. Ich hoffe, du bist auch schon im Game-Mode 1 für meinen Spielmodus. Was wird das hier? Ja, und zwar siehst du hier das gruselige Grab von Poppy Playtime. Oh, oh, das sieht richtig gefährlich aus. Und? Und da drüben das gruselige Grab von der Squid Game-Puppe. Oha, richtig krass. Ja, Mann, und zwar ist nämlich vor diesem Ding, es sind 2 Kristalle drin mit jeweils 2 Fightern. Eine Armee oder was? Ja, Mann, genau eine Armee und 2-mal ein Fernkämpfer und ein Nahkämpfer. Und wir werden eine Armee bauen, die gegeneinander fightet. Du darfst Oha, eine Base bauen. Oha, guck dir mal meine an. Weil die sehen richtig stark aus. Lol, deine Poppys sehen echt voll stark aus, Mann. Ja, Mann. So, warte mal, ich platziere mal meine Squid Game Puppen. So, warte, ich schon immer raus. Lass sie mal angucken, ich will die sehen. So, warte mal, da und da, oh, Mann. Oh, oh, was hat die für eine Waffe? Ja, die sehen echt stark aus. Oh nein, ich muss schon rübergehen und eine ganz große Armee bauen. Ja, aber du musst eine Armee aufstellen, Alpha. Und du musst Verteidigungsanlagen bauen. Werde ich machen. So, Leute, ich habe jetzt die Squid Game Seite. So. Alpha hat die Poppy Playtime Seite. Oder Hugi Wugi, wie der auch weiß. So. Ich bin bereit, Alpha. Bist du auch bereit? Natürlich, ich fang schon an zu bauen. Na, aber warte mal, ich muss erstmal überlegen, wie baue ich am besten meine Verteidigung auf?
gegen deine Hugi-Wugis oder wie die heißen, Mann. Ey, lach nicht über die, die werden dich fertig machen. Meine werden dich fertig machen, die sind viel stärker. Bau erstmal so eine Mauer hin, Leute. Bevor der Fight losgeht, so können die sich gut verteidigen. Ihr macht da ein Basislager rein. Weil meine Armee wird es auf jeden Fall reißen hier. Niemals, meine ist besser. Glaubst auch nur du, Alpha? So, Wände sind bereits gebaut, Leute. Da baue ich ja noch eine zweite Wandschicht. Damit ihr es nicht so einfach habt, hier durchzukommen. So, nice, Mann. Jetzt muss ich noch Pfeile hinbauen. Da ist Alpha sein, aber ihr nicht durchkommt. Was baue ich alles als Verteidigung gegen deine Monster? Ich habe schon ein bisschen was aufgestellt. Das wird gefährlich für dich. Oh, echt? Jetzt? Warte, möchte ich mich hier den Stacheldraht, dass die hier nicht drüber klettern können, weil deine sehen aus, als wären es so Klettermonster. Ja, die sind richtig krass. Unterschätzt die nicht. Werde ich nicht machen, Alpha. Und du darfst meine auch nicht unterschätzen, weil die werden dich zerstören. Genau. Du wirst schon sehen, wenn du es jetzt nicht glaubst, dann musst du halt fühlen, Bro. Okay. So, warte mal, hier als Barrikaden davor. Let's go. Und ich stelle hier mal auf. Nice, Mann. Hier mache ich mal so Löcher rein, wo die durchballern können. So, ich glaube, da passt deiner auch nicht mal durch. Aber meine sind, glaube ich, größer als deine. Es wird schwieriger, dass sie hier alle hinpassen. So, jetzt werde ich hier oben und zwar meine ganzen Sniper hinsetzen. Let's go! Dass sie dann von da oben runterballern auf Alphas Armee und die so fertig machen. Übertreib nicht. Übertreib nicht einfach. Du wirst schon sehen, dass du haushoch verlieren wirst. So, und hier sind dann die Nahkämpfer, Leute. Die sind schon bereit für den Fight gegen Alphas Armee. Meine auch. Da plötzlich hier noch ein paar Fighter hin. So, die kämpfen dann für meine Armee hier. Und gegen Alpha. Und ich muss mehr von dem platzieren, weil die müssen hier auch rein. Oh Leute, hier sind so viele schon. Ich bin mal gespannt, was das am Ende für ein Fight gibt, ey. So, warte mal, hier noch die drauf platzieren. Aber ich brauche noch ein bisschen Abwehr, glaube ich. Ich habe jetzt mega viel Armee hier platziert. Und Leute und Fighter, die für mich kämpfen. Aber müsstest du es alles noch ein bisschen besser absichern, glaube ich. Weil ich habe echt Angst, dass deine durchbrechen können. Durch meine Verteidigung. So, warte mal, ich habe sogar noch einen Schachzug, der echt nice ist. Und zwar baue ich hier eine Luftbrücke rein, wo die dann hier rüber rennen können, vielleicht über Alphas Verteidigung springen können. Wenn die denn so schlau sind, das weiß ich ja nicht. Glaubst du ja mal nicht, aber vielleicht klappt der Trick, ja? So, da platziere ich immer ganz viele hin. Einfach, bist du da bereit für die erste Runde? Ja, bin ich. So, die Wand ist jetzt weg. Oha, du hast eine krasse Base gebaut, Mann. Weiß, bist du bereit? Ja, aber schau dir mal meine Armee an, die ist ja viel größer als deine. Wir können ja kurz ein bisschen nachhelfen und neue bestellen. Let's go! Oha, es muss losgehen. Let's go! Und greift an, Mann! Oh oh! Was wird jetzt passieren? Let's go! Komm schon, ja, die stürmen bei dir rein! Let's go! Komm rein! Greift die Poppys an! Nein, deine Poppys fallen in deine eigene Lava! Haha, Alpha! Ja, das ist dumm. Ich muss jetzt schon helfen. Los, hier geht ja, die Lava mit dir! Ja, wie doof deine sind! Die gehen in die eigene Lava! Oha, die eine ist bei mir in die Falle getreten! Ey, wie doof bist du denn? Ja, yeah, gut so! Okay, jetzt kommen die anderen, die greifen schon an. Ich seh's! Oha, da tappen voll viele deine Fallen rein. Ja, ich sehe es, ist gar nicht gut, Mann. Was greift immer mehr an. So, warte mal, ich schick mal welche nach. So, zack, 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 zack. Und geht alle durch in die Base rein. Greift an, Mann. Ihr müsst die stürmen. Oha, wie viele kommen da? Hört auf, nein. Und zack, der Nachschub kommt immer weiter. Einfach deine Poppys halten aber gerade alles hier ganz gut auf sich. So, jetzt fällt keiner mehr in die Lava los. Let's go, mach die fertig. Oh nein, die sind echt, ich glaube, deine sind schlauer geworden mittlerweile. Aber meine warten alle noch in der Base. Hey, ihr müsst fight, Leute. Los, Angriff, Leute! Oh, jetzt geht's, glaube ich, richtig los. Jetzt gibt's den großen Clash, Mann. Jetzt kommt meine Armee endlich. Los, let's go! Was wollen die schon tun? Obwohl, die werfen alle... Oha, warte mal, deine werfen so Basketbälle, oder was? Ich weiß nicht. Sieht krass aus. Oha, warte mal, ich glaube, deine sind gerade am Verlieren. Aber ich glaube, du brauchst erstmal fett Nachschub. Meine kann ich verlieren, niemals. Ich glaube schon, dass sie am Verlieren ist, einfach weil meine sind viel mehr hier. Oh, oh, du hast echt noch richtig viele. Komm schon, Leute, mach jetzt endlich hin, ihr müsst weiterkommen. Und hier sind sowieso noch ganz viele, die auf dich warten, Bro. Du musst alle auch noch besiegen. Meine können deine gar nicht abwehren, die stürmen einfach hier rein. Ja, Mann, ey, die sind echt voll die guten Kämpfer, das muss ich schon sagen. Warte mal, ich bräuchte mal kurz so ein paar Nahkämpfer neben dran. Oh, wo kommt ihr denn her, Alpha? Was geht hier los, hey! Ey, ich hab kurz mal nicht so aufgepasst. Was ist hier passiert, Mann? Deine sind ja voll durchgebrochen. Ey, die haben sich rumgeschlichen. Ja, die haben es reingeschafft, endlich. Los! Ja, Mann, meine besiegt dich trotzdem, Alpha. Deine sind viel zu stark, Mann. Komm schon, bis endlich weiterkommen. Aber jetzt werden meine deine Festung erst stürmen und ich spawn, wenn ich hier rein. Guck mal, deiner Base. Hä, wieso denn?
Das sind immer mehr von mir, hallo? Hey, ich sitze plötzlich auch ganz viele bei dir. Nein, das kann nicht wahr sein, ey. Ja, Mann. Oh, in meiner Base sind ja echt mehr, aber die können doch aufgehalten werden. Ich sehe gar nichts im Gegensatz dazu, wie viel du gerade bei dir rumhängst, Balfa. Bei dir rennt so viele von mir, so. Und greif alle an, Leute. Let's go. Nice, Mann, aber ich glaube, mein Nachschub geht bald zu Ende und ich kann keine mehr platzieren bald. Glaube ich mal auch nicht mehr. Aber mein Lieber, nehmen hier das Schlachtfeld und besiegt deine Poppys im Du, Mann. Gar nicht. Hä, schau doch zu, Alpha. Du musst nur deine Augen aufmachen, dann siehst du das schon. Du Link. Nein, tu ich nicht. Die werden gerade alle fertig gemacht. Nicht mehr lange. Obwohl, die Poppys werden wieder mehr. Hey, da tauchen auf einmal voll viel aus dem Boden auf, Mann. Ja, ich kaufe viele neue. Warte mal, dann platze ich auch welche nach. Zack, 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 zack. Let's go. Nimm jetzt aber ein Schwert dazu und hilf mit, mal deine zu besiegen im Game Mode. Was ist das? Sie besiegen dich. Nein, warte mal, ich habe einen Flamethrower. Und greift die an, Mann, mit Flammengriff. Guck mal, meine kommt schon durch. Nein, oh, hey, hör doch mal auf. Nein, Mann. Übernimm deine Base, endlich. Ich müsst hier raus. Raus aus meiner Base. Nein, Mann, hey, die sagen mir sogar schon Hallo. Deine Poppys sind durchgebrochen. Bist du mir nach vorne, Alpha? Das ist doch nicht wahr. Als ob die so stark sind, hätte ich niemals gesehen. Nein, die besiegen gerade meine Letzten. Und nein, ihr müsst euch verteidigen, schnell. Aber die Poppys, die werfen einfach die ganze Zeit Basketball auf die. Ist ja viel zu krass, wie stark die sind. Oh nein, und ich glaube, meine Letzten werden gerade besiegt. Ihr müsst tapfer sein. Oh, und Flammenwerfer, aber ich glaube, das hilft auch nicht mehr. Yeah, ich habe alle von dir. Gar keines hier mehr übrig. Schade, Mann, du hast gewohnt. Da vorne ist auch schon Alpha. Bro, was geht, Mann? Was geht? Was treibst du in der Stadt, Alpha? Was machst du hier? Ich wollte gerade zu dem Pizzaladen da vorne gehen. Nein, ich habe was Besseres für dich. Und zwar habe ich eine Challenge für dich. Was? Du hast eine Challenge für mich? Und welche denn? Und zwar musst du heute einen Tag in Heidis Haus überleben. Hä? Ein Tag? Das ist doch voll easy. Da gehe ich einfach in den Panda. Ich habe gehört, da kann es richtig gruselig werden, Ente. Hä? Labe doch nicht. Das ist doch nicht gruselig, Mann. Ja, du wirst schon sehen. Komm mit. Ja, aber warte einfach. Ich muss doch vorher in den Supermarkt. Ich muss doch einkaufen gehen. Ja, dann warte ich kurz. Ich gehe schon mal hin. Okay, geh schon mal, Alpha. Bis gleich. Bis gleich. Leute, Alpha hat doch eben gesagt, dass ich ja da immer nachten muss und da einen Tag bleiben muss. Deswegen nehme ich mir ein paar Sachen mit, weil ich brauche ja schließlich was zu futtern da drin. So, warte mal. Äpfel nehme ich mit. Und auch Goldäpfel. Ja, Mann. Und hä? Leute, was ist das für eine komische Puppe? Und da ist noch eine große Puppe, Mann. Die sind beide ja voll seltsam aus. Und vor allem die, gebt euch mal, wie groß die einfach ist, Mann. Ey, ich habe die Idee. Ich glaube, ich nehme die mit. Und dann kaufe ich die. Und damit erschrecke ich irgendwann einfach. Die stelle ich einfach in seinen Garten, Mann. Der wird sich sowas voll erschrecken. Oder noch besser, ich stelle die bald ins Haus. Und wenn ich die Nacht überlebt habe, faktisch, weil dann passiert ja eh nichts. Dann wird sich halt die voll erschrecken. Ja, Mann, ich kauf die Kurz. So, und Geld bezahlt. Let's go, Mann. Ab geht's zu Alpha vor IT's Haus. Wo steckt Alpha? Alpha, Bro, was geht, Mann? Los, Leute, komm endlich. Ja, warte mal, Alpha, ich muss dir kurz was zeigen, was dich voll erschrecken wird. Was denn? Und zwar habe ich so eine Puppe im Supermarkt gekauft. Zeig mal. Warte mal, wo stelle ich die denn auf? Weil ich habe hier keine Lust, die rumzuschleppen bis morgen. Warte mal. Ich glaube, die stelle ich hier auf. Guck mal. Oha, wie cool sind die denn aus? Ja, aber die sehen irgendwie auch voll gruselig aus, oder? Die kann sich sogar bewegen, den Kopf und so. Ja, weil ich check nicht, was da abgeht. Guck mal, die dance mit uns ab. Siehst du, wie der Kopf ist? Ja, die ist richtig cool. Ja, Mann. Aber einfach, ich würde mal sagen, ich chill mich mal vor den Fernseher und deine Challenge werde ich easy gewinnen, Mann. Ja, okay, dann bleiben wir jetzt hier. Du darfst ab jetzt nicht mehr rausgehen. Ja, ich gehe nicht mehr raus. Also den ganzen Tag und die ganze Nacht, oder? Ich schließe jetzt mit Schlüssel ab, ne? Ja, das heißt, wenn man es im Notfall ruft mich an. Ja, einfach, da passiert so nichts. Was soll da passieren? Okay, dann tschüss. Ciao, einfach. Leute, das wird mega easy. Ich mache jetzt erstmal einen schönen Tag. In IT's Schloss, ja, Mann. Boah, Leute, ich sitze die ganze Zeit hier auf der Couch und vernasche Äpfel, Mann. Njam, 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 was geht, ey? Und ich glaube, es ist auch schon abgeworden langsam. Heute war später draußen und ich gucke Fernsehen auf seinem fetten Fernsehen, Mann. Hä, aber warte mal. Leute, da ist ja diese Puppe. Warum hat die sich bewegt? Hey, ich hab die doch hier gestellt. Ich bin mir ganz sicher. Das ist ja voll komisch. Ich weiß nicht, warte mal. Ich stell die mal darüber. Ich schicke die jetzt mal wieder dahin. So, warte.
Und ich schieb die so, beweg dich, die ist auf einmal so schwer. Und geh jetzt darüber. Warte, ich beweg die mal so. Egal, ich geh jetzt erstmal duschen um. Let's go. Wo ist das Klo? Ah, hier ist das Bad. Nice, Mann. So, erstmal ins Bett in die Dusche schwingen. Oh, ich habe aber mein Shampoo vergessen. Ich muss aber raus, Leute. So, warte. Ja, auf, hä? Ich hab die noch gar nicht mit nach oben genommen. Wie ist sie denn hier hochgekommen? Das ist ja voll komisch. Hallo? Was stimmt doch da nicht? Vielleicht hat die so eine Lauffunktion oder so, dass sie mir hinterherläuft. Ich weiß es nicht, Mann. Aber duschen habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. Das wird mir jetzt schon ein bisschen zu schaurig, wenn ich ehrlich bin. So, Türe zu und zack. Leute, Leute, ich habe echt keine Ahnung, was da abgeht. Aber ich gehe jetzt erstmal in der Küche einen Snack fassen. Und ab geht's in die Küche. Ich snack mit irgendwas noch. So, mit Lauffunktion habe ich keine Lust. Und was nehme ich denn? Leute, diese Puppe ist wieder da und die guckt mich gerade an, Mann. Das ist ja fett gruselig. Ich rufe jetzt mal einfach schnell an. So, warte mal. Ich will seine Nummer. Hoffentlich geht er ran, weil ey, das ist mir viel zu schaurig hier. Alpha, bist du dran? Hallo? Alpha, was geht, Bro? Leute, was geht? Wie geht's dir? Ja, noch gut, aber Mann, hier ist so eine komische. Ich hab dir doch erzählt, ich hab diese Puppe gekauft im Supermarkt, ne? Ja, yeah. Und ich habe eine gekauft und zwar habe ich sie hier aufgestellt, weil ich sie eigentlich später damit erschrecken wollte. Aber irgendwie, in jedem Raum, in den ich gehe, taucht dieser Puppe auf einmal auf, weil die ist so groß und blau und hat so einen großen Mund. Du hast sie auch gesehen. Ach, das benutzt du dir nur ein Entchen. Okay, dann ist ja gut, einfach, wenn es nicht stimmt. Aber warte mal, ich habe gerade im Internet gesehen. Hä, was hast du im Internet gesehen, Bro? Die Puppe heißt Poppy und die ist richtig gefährlich oder so. Was? Die ist gefährlich und die heißt Poppy? Laber nicht, einfach. Warum sagst du mir das nicht vor? Warte, ich muss es lieber auflegen. Einfach, ich muss hier raus. Können wir die Challenge beenden, bitte? Noch nicht. Tschüss. Nein, was? Wir können die nicht beenden, Leute. Aber wenn die gefährlich ist, dann bin ich ja in Gefahr, oder? Oder ich muss gucken, dass ich mich irgendwo verstecke oder so. Aber wo steckt diese Puppe gerade, Leute? Ich weiß nicht. Warte mal, vielleicht sehe ich die irgendwo so mit der 5. Oh nein, die kommt hier gerade die Treppe hoch. Oh, ich verstecke mich mal schnell. Leute, Leute, die ist safe auf der Suche nach mir. Oh, ich hab so Angst vor dir. Die sieht ja eigentlich auch richtig gruselig aus. Warum hab ich die überhaupt gekauft? Oh nein, da ist die, da ist die. Ich drücke 5. So, warte mal, hier geht's nicht weiter. Und die müssen mich gleich gesehen haben. Ich weiß nicht, ob die mich erschnüffeln kann oder wie die mich sieht. So, warte, hier ist eigentlich das Gaming-Zimmer. Türe zu und ich versteck mich mal hier. Wo kann ich mich hier verstecken? Oder hier gibt's gar keine guten Verstecke. So, warte mal, in der Topfpflanze. Und hier verstecke ich mich jetzt. Let's go! Und ich rufe Alpha an. Alpha, Alpha, bist du dran? Hallo? Alpha, die verfolgt mich. Und die hat sogar ein Schwert in der Hand. Ich glaube, die will mich aufessen, Mann. Nein, Nancy, du träumst nur. Ich träum nicht, das ist doch alles real, ey. Nein, Leute, nein, Nancy, du schaust dich schon, ich leg jetzt wieder auf. Alpha, bitte leg dich auf, sie ist hinter mir her, sie hat mich gesehen. Nein, tschüss. Alpha, oha. Leute, ich muss es hier schaffen, bis es Tag ist, bis ich hier raus kann. Sonst gewinne ich die Challenge nicht. Au, der hat mich geboxt, Mann. Schnell weg hier, ich muss hier weg. Warte mal, da unten lang kann ich hier lang. So, warte mal. Und let's go hier rumlaufen. Ey, Alter, das Haus ist ja echt riesig. Ey, da kann man sich verlaufen. Raus darf ich doch nicht. Nein. Warte mal, kann ich mich hier im Bücherregal verstecken? So, hier dahinter. Und jetzt wieder rausrennen. Ich muss das mega schlau machen, Leute. Weil ich darf nicht gefasst werden davon. Warte mal, wo geht's noch hin? Hier kann ich auch noch irgendwo rein. Nice, weil hier ist ein Fernsehzimmer. Hier verstecke ich mich mal. Und da ist ein Schlafzimmer. Genau, jetzt bin ich wieder im Badezimmer. Okay, jetzt blicke ich langsam hier durch in dem Haus. Dann wieder hier raus. Ey, ich bin selber voll verwirrt, Mann. Und nein, der läuft er wieder hoch. Ich muss wieder rein hier. Oh nein, oh nein, es muss ja nicht Tag werden. Bitte, 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 die Nacht soll vorüber sein, sodass ich gewinne, ey. Nein, warte, kommt überhaupt hier durch? Ich glaube, der ist zu groß für den Raum. Nein, der bückt sich. Oh, Leute. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, weg. Ja, der ist so gefährlich, ey. Türe nochmal zu. Nein, nein, der ist so schnell, ey. Ich weiß nicht. Leute, ich glaube, ich pack's nicht, ich pack's nicht. Doch drei Herzen, ey. Aber ich sehe gerade, die Sonne geht wieder auf und der ist immer noch hinter mir. Und ich muss schnell weg hier. Ich muss nur noch raus. Und dann habe ich die Challenge geschafft. So, warte mal, Tür auf. Und let's go. Weg hier. Ich muss raus aus Altis Haus, Mann. Und ich habe die Challenge gepackt, Leute. Ich glaub's gar nicht. Alpha, da bist du ja, Bro. Ich hab deine Challenge geschafft. Ja, natürlich, ich hab deine Challenge geschafft. Aber warte, ich will jetzt mal diese Puppe sehen. Von was hast du hier geredet? Hä, du hast sie doch voll gesehen, wo ich die reingesetzt habe, Alpha. Warte, ich geh mal gucken. Hä, die steht doch immer noch hier. Hä? Wie, die steht da? Die hat mich die ganze Nacht verfolgt. Da wurde mich essen ja, und so. Ja, jetzt, du lügst. Nein, wirklich. Ich glaube, hier nicht. Kannst du deine Dias haben. Ich glaube, ich kaufe auch mal so eine Puppe. Die sieht eigentlich richtig nice Nein, aus. Nein, das ist nicht, Mann. Du wirst es bereuen.
freuen. Nein, die sieht cool aus. Ich werde mir auch so eine holen. Oh, Leute, einfach glaubt mir nicht. Aber Leute, was geht, Leute? Heute steht Hugi Wugi vor meiner Haustür. Lasst ein Like da und lasst ein Abo, dann werde ich meine Videos gefallen. Und der steht da draußen und beobachtet mich. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Warte mal. Leute, ich habe hier einen Diamant und vielleicht kann ich den Hugi Wugi schenken und dann lässt er von mir ab und verschwindet von hier. Weil ich habe keine Lust, dass der mich auf ist. So. Warte mal, ich gehe mal ganz da in ihn herein, weil ich habe mir Geld geschuldet und deswegen war der immer sehr, sehr sauer auf mich. So. Hallo, Hugi Wugi, ich habe ein Friedensangebot für dich und zwar ein Diamant. Und hat es geklappt, Leute? Hugi Wugi, verschwind jetzt bitte von meinem Grundstück. Leute, der läuft mir nach. Hey, Hugi Wugi, bitte, bitte beruhig dich. Alpha, wo bist du, Alpha? Hilfe! Das Hugi Wugi, Hugi Wugi, lauf bitte. Alpha, ich hab dir meinen Diamant gegeben, dass du mich in Ruhe lässt, aber der rennt mir die ganze Zeit nach. Oh, pass auf, Alter. Was ist das für ein Riesenkoffer? Hast du das gesehen? Keine Ahnung, Alpha, wir müssen flüchten. Schnell, ich glaube, der will uns aufessen. Vielleicht sind wir da sicher, aber das ist seine Farbe. Ja, aber das sieht aus wie sein Kopf, egal. Rein da, Türe zu. Du machen und drück drauf, Alpha, ich mach das mal. Wow, Alpha. Wow. Hab ich's geschafft? Ich weiß nicht. Wo sind wir gelandet, Alpha? Wir sind auf einer Insel. Oha, ich glaube, wir sind weg von ihm, oder? Alter, guck mal, da die hey. Wow, da ist Hugi Wugi. Der ist aber noch da, Alpha. Oh nein. Warte, was hab ich in der Hand? Ich hab so einen Pinsel in der Hand, Alpha. Oh, was machen wir jetzt? Ich habe auch einen Pinsel. Der verfolgt mich die ganze Zeit. Was sollen wir jetzt tun, Alpha? Wir brauchen ein Boot, um wegzukommen. Lauf, mich lässt in Ruhe. Warum geht der nur auf dich? Ich weiß es nicht. Aber Leute, warte mal. Ein Pinsel, Alpha, das kennen wir doch schon, oder? Ja, kennen wir. Stimmt, das ist doch ein Zauberpinsel. Warte mal. Lenk den mal ganz kurz ab, Alpha. Versuch ihn abzulenken. So, warte mal. Ich probiere jetzt was. Vielleicht klappt es ja tatsächlich. Moment, der steht gerade hinter dir. Der will Ärger. Mach hin, los, beeil dich. Ja, ich beeil mich. Okay, Alpha, ich beeil jetzt schnell ein Boot. So, warte mal hier. Das soll ein Boot sein. Und mal sehen, ob das funktioniert. Let's go. Wow, das Hugi Wugi, nein. Hä? Da liegt ein Boot. Guck mal. Und warte mal, was hast du hier gemeint? Ist das das Boot? Ja, warte aber, Alpha. Schau mal, es hat geklappt. Ja, tschüss, Ente! Hey, Alpha, bleib da! Warte, 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 nimm mich mit! Weil der neue ist, ist meins! Tschüss, Hugi Wugi, viel Spaß auf der Insel! Ente, siehst du das da vorne? Oh, Alpha, wir sollten lieber hier wegschwimmen! Wir sollten lieber nicht hingehen, ich glaube, sonst greifen die uns an! Hey, Alpha, Hugi Wugi folgt uns immer noch! Als ob, yeah, das kann doch nicht wahr sein! Warum? Lass uns in Ruhe, bitte! Aber warte mal, Alpha! Warum lag das Boot vor Hugi Wugi? Weiß nicht, weil du es gemeint hast. Kann es sein, dass er mir das Boot geschenkt hat? Das kann sein. Aber das wäre mega cool. Warte mal, das probieren wir jetzt nochmal. Mal du mal was, Alpha. Ich mal ein Diamant. Warte, ich gebe richtig Mühe. Ja, mal den schnell. Hoffentlich klappt das. Ey, wenn es klappt, dann wäre das so cool. Der greift mich auch gerade gar nicht mal an. Oh, ich hoffe, der erkennt meinen Diamant. Mensch, siehst du das? Oh, das sieht aber gar nicht aus mit Diamant. Aber warte, Alpha, guck mal, was getroppt. Ich wollte Diamant haben, nicht eine Wasserbombe hier. Was soll das? Guck mal, da kommt sogar Lava raus. Oh, pass auf. Oh nein, lass ihn schnell, Alpha. Wir brauchen die, das schöne Items. Los geht's, Wasser, weil ich. Ja, aber oha, wie cool ist das denn? Viel zu nice. Warte mal, lass uns mal von der Insel verschwinden, aber nicht mit Boot, Alpha. Ich versuche jetzt was Krasses zu malen. Okay. So, warte mal, hoffentlich kriege ich das hin und er versteht das. Und zwar male ich jetzt unseren Jetski. Idee. Und das soll das Wasser sein. So, und das sieht jetzt alles aus. Perfekt. Und nochmal den Stift zu annehmen. Oh Leute, ich hoffe, er kennt es, weil ich kann kein Jetski malen so richtig. Aber so kann man das eigentlich schon erkennen einigermaßen. So, und let's go. Schau mal, Alpha, hier sind Jetskis. Was hast du denn da gemalt? Das sieht aus wie Eis. Hä? Warte mal. Also, zwei Stück sogar. Ja. Danke. Oha. Oha. Den können wir hier von Huggy Wuggy. Let's go. Let's go, Alpha. Lass uns nach Land suchen. Oder wollen wir die da vorne fertig machen? Stimmt. Meinst du die auf dem Schiff oder was? Ja, aber die sieht richtig OP aus. Ich will da hin. Oha, aber da brauchen wir auch erstmal OP-Stuff dafür. Warte mal. Dann malen wir mal neues Zeug. Wir brauchen jetzt richtig viel Stuff. Das weißt du. Okay, ich mal das Regenbogenschwert, okay? Okay, warte mal. Und ich meine die Laserkanone. Richtig so, let's go. Let's go, so. Hier das. Oha, einfach wenn es klappt, dann machen wir die im Nu fertig. Ist so. So,
Und ich habe die Laserkanone schon fast fertig gemalt. Ich muss sie noch ein bisschen verbessern. Und zwar mache ich hier noch das Ende ein bisschen in so. Das wird schon passen. Und wie weit bist du? Fast fertig. Und guck mal, das sieht doch überhaupt nicht gut aus. Hoffentlich erkennt er das. Oh, warte mal, Alfred, da liegen ja schon Items. Schau mal. Hä? Hat er die eingelegt? Dankeschön, Agiwagi. Oha, warte, ich gebe dir die Hälfte so. Ja, das ist das Schwert erkannt. Oha, ich wollte das Spectroid, aber das ist Unubitanium. Das ist ja noch stärker. Ja, stimmt. Der ist ja mega cool. Ey, wir machen die davon fertig. Aber wir brauchen noch eine Rüstung, Alpha. Ich glaube, wir können das auch so schaffen, vielleicht. Bist du dir sicher? Ich glaube, die sind zu stark im Angriff. Okay, dann machen wir nur Chestplate und Hose, okay? Ich mal die Hose. Okay, dann mache ich die Chestplate so. Was nehme ich jetzt für eine Chestplate? Ich mache Bedrock. Ich mache Spectroid oder Unubitanium. Nice, so. Das ist die Chestplate hier. Die baue ich gerade. Und ich hoffe, der erkennt sie auch. So, hier die Punkte, weil es ja Bedrock ist. Und das kann man eigentlich schon erkennen. Ich hoffe, dass der uns das schenkt, Mann. Ich bin auch jetzt fertig. Dann zeig mal deine Zeichnung her. Und zeig. Oh, eine Spectroid-Hose. Bitte, Trouble Sea, komm schon, bitte. Der muss das erkennen. Oh, der hat es erkannt, einfach. Alter, wie nice. Ja, schau mal, oha. Jetzt sind wir stark genug. Ja, Mann, jetzt lass uns aufgehen auf den Jetskis. Und dann machen wir die da oben fertig. Wir werden die besiegen. Let's go. Und da oben steht die schon einfach. Wir müssen da in das Loch fahren. So. So kommen wir an Bord. Oh, der Helikopter hat neun gespawnt. Schau mal. Oha. Oh. Schnell rein, let's go. Oh, der macht mir trotzdem Damage, Alpha. Pass auf, hol deine Laserwaffe. Ich mach mir viel zu viel Damage. Wir müssen zurückziehen. Dafür sind noch zu schwach. Ich hab beide. Warte, ich komm zu dir rein. Oha, oh, ich bin dir ganz wichtig. Und weg mit dir. Müssen die Spawnpunkte kaputt machen. Du lenkst die ab, ich baue das ab, okay? Ja, mach das. Und weg mit dir. Ich hab's abgebaut. So, jetzt können die nicht mehr spawnen. Wir haben einen Spawnpunkt von denen zerstört. Aber wo ist Huggy Wuggy? Wir brauchen schnell Essen. Wir müssen Essen machen. Wir brauchen Goldäpfel. Ja, stimmt. Wo ist Huggy Wuggy? Da kann ich reinschwimmen. Der ist zu groß. Schwimm hier durch. Los, beeil dich. Okay, warte mal. Ich mache jetzt OP-Goldäpfel, mal ich jetzt einfach. Okay, gut. Und ich die Spitzhacke, weil wir haben noch keine. Ja, genau. So, OP-Goldäpfel, da muss ich noch einen Schimmer drum machen, dass enchantete Goldäpfel sind. Und ich habe sie gezeichnet. Und ich auch. Nice. Huggy Wuggy hat uns alles gedroppt zum Überleben, einfach. So, zeig mal. So, du hast wirklich Goldäpfel. Fertig. Nice. Oh, hast du gerade den OP, du hast den Enchanteten gemeint. Ja, oha, so viele Herzen, wie ich jetzt habe. Aber lass uns schnell noch ein bisschen Rüstung malen, damit wir noch besser... Nein, Alter, wir sind stark genug. Okay, dann, wenn du meinst, so, dann looten wir das jetzt. Guck mal, jetzt kommt P-Waffen. Ja, warte, ich loote das hier, Diamant. Oh, da vorne, ich komme jetzt noch mal gegen die Wand auf uns hätte. Oh, warte, ich baller die weg. Und schau, wir müssen die Spawns kaputt machen. Denk dran, sonst kommen die immer wieder. Abbauen, nein. Und zack, zack, zack. Oh, das dauert auch mit der Spitzhacke voll lange. Oh, oh. Oha, was hat die für krasse Spawns in der Kopf? Warte. Ich lenk die ab und du baust ab. Okay, ich baue ab. Lenk du die ab, Alpha, wenn die spawnen. Ja, mach ich. Los, beeil dich, beeil dich. So, ich hab ihn gleich. Und zack. Der Spawn ist weg. So, wir looten die alles weg. Wir nehmen den alles weg, Alpha. Ja, let's go. Die haben sogar Gold und Eisen. Perfekt. Oha, die sind ja auch mega rich. Sollen wir jetzt einfach nach oben gehen? Hier? Bitte, ich glaube, das ist gefährlich. Ja, ich glaube auch, da oben wird es gefährlich. Denkst du, wir brauchen noch weitere Ausrüstung? Ich glaube, ja. Guck mal da vorne. Und da oben sind die beiden Spawner, Alpha. Den müssen wir abbauen, schnell, damit die nicht mehr neu spawnen. Ja. Oder sind viel zu viele. Weißt du, was am besten wäre? Wenn wir uns CD holen und dir gleich alles zerstören, Alpha. Ja, geh du doch schnell, zeichne dich. Halt hier noch die Lage, Ente. Okay, halt die Stellung, Hoogie Woogie. Ich brauch dich jetzt, Huggy Wuggy, denn... Wir malen jetzt und zwar, mal ich jetzt krasses TNT einfach, aber welches TNT? Weiß ich das Beste, Obsidian-TNT. Oder sie abzubauen dauert so lange. Wie mische ich die Farbe lila, oder? Das ist gar nicht so einfach. Ich hab's jetzt, ja, perfekt, Mann. So, lila hier. Und hab's abgebaut. Nice, Mann, einfach. So, jetzt mache ich hier die Zündschnur hin. Und dann schreibe ich drauf T. So, den Helikopter habe ich auch besiegt. N. Und es sieht ja gar nicht aus wie ein N, aber er kennt schon. Okay, Leute. Und bekomme ich. Und dann Flatted Steel muss ich ja noch schnell mal. Ja, Mann, let's go. Alpha, ich hab's bekommen. Alter. Jetzt können wir den Frachter kaputt machen. Warte, ich gebe dir die Hälfte. Wir müssen es jetzt überall verteilen. Let's go. Let's go. Denk dran, nach unten im Schiff und so. Wir werden die besiegen. Ja, die sind mega böse. Wir müssen die fertig machen. Und hier sind noch mehr. So.
Ihr bleibt da drin, wenn es gleich hier kracht, Bumba. Und ich habe jetzt hier mega viel verteilt. Hast du an Deck ein bisschen was verteilt? Ja, ich bin gerade oben. Nice, ich komme mal hoch mit Hagiwagi. Hey, so, ich habe alle meine Blöcke platziert. Ich habe keine mehr. Nice, okay, einfach dann zünden wir das gleich. Wo ist der Jetski? Weiß ich, unten. Bau den Jetski mal raus. Ich springe dann gleich drauf, okay? Okay, ich fahre den schnell raus. Okay, ich springe auf, Alpha. So, los, komm, komm. Nein, wir haben eins. Let's go. Oh, es geht los. Weg hier! Wir haben nur eins! Los, schlag ein! Ja, ich bin drauf! Fahr! Alpha, wir haben alles verloren, aber wir haben sie besiegt, Mann! Nein, wir haben alles verloren, doch Huggy Wuggy ist weg, oder? Ja, ich glaube, der ist nicht mehr da. Schade, Mann! Ich werde ihn vermissen, er hat uns so geholfen, aber wir konnten die Gegner hier besiegen, wir haben es geschafft! Ja, Leute, lasst ein Like da und lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bald vorbei, Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Video und ciao! Yeah.